Mund leben müssen, sondern da soll hier eine gerechte Verteilung passieren, Wohlstand, Bildung, Gesundheit. Aber der ganz wichtige Aspekt ist auch noch, wie gehen wir mit unserer Geschichte um? Das taucht auch immer wieder auf, der gerechte Umgang mit unserer Geschichte, Geschichte des Landes. So geht es nur die Frage, Abzug der österreichischen Truppen vom Golan, ne? Wie gehen wir gegenüber dem jüdischen Volk und so mit unserer Geschichte um? Und da spielt das auch hinein. Die einen finden es gerecht, die anderen nicht so. Nicht? Also das heißt, diese Frage spielt auch da hinein. Und ein letztes mag ich noch anschneiden, die Generationengerechtigkeit. Es geht ja ganz wesentlich darum, nicht die Alten zu bevorzugen, die Jungen zu benachteiligen, aber auch nicht umgekehrt. Die Generationen sollen alle auch hier gerecht existieren können in unserem Land und es muss jede Generation die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben wie die vorangehende Generation. Das ist auch gerecht, weil immer wieder vor allem die Jugendlichen empfinden es ungerecht, wie also gewisse Entscheidungen halt sehr zu den Senioren hin getroffen werden, vor allem im Pensionsbereich und so hin. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die uns auch sehr am Herzen liegt, natürlich die Familien. Die Familien werden in unserem Land nicht gerecht behandelt. Zu diesem Thema Familien und Gerechtigkeit haben wir auch eine Information, eine schriftliche in der Mappe drin ausgearbeitet und die geben wir mit, nämlich zu der ganz aktuellen Frage Erhöhung der Familienbeihilfen, diese Ankündigungspolitik, nämlich es wird nur versprochen, es wird nur in Aussicht gestellt, da hat man nicht die Zeit und da schafft man es nicht, kurioserweise, obwohl man es seit vielen Monaten bespricht, hier klar eine Entscheidung, einen Beschluss, einen gesetzlichen Beschluss zu fassen, die Familienleistungen zu der Geldentwertung anzupassen, unter anderem Dinge auch noch, das schafft man einfach nicht, das ist was, muss ich wirklich sagen, lächerlich und vertröstet es auf irgendwann im Jahr 2014, wo die Heuberten, die das heute versprochen haben, wahrscheinlich war immer politisch tätig sein, also so kann man mit Familien nicht gerecht umgehen, das seit dem Jahr 2002, wir haben heute schon 2013, also dazwischen ist einfach schlicht in der Beziehung nichts passiert und jetzt wird so eine Alibi-Maßnahme nur angekündigt. Daher, CPÖ, wir haben unsere Werte, die sehr klar sind, die wollen wir in der Politik auch vertreten, in den verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen Punkten. Wir haben also zu allen Lebensbereichen, traue ich mir zu behaupten, bereits umfangreiche Überlegungen, Programme. Wir haben uns erlaubt, in der Pressemappe das auch zusammengefasst hineinzugeben. Aber nichts ist vollständig, es gibt darüber hinaus natürlich noch andere Zusatzsachen auch und wir werden in der nächsten Zeit auch noch einiges dazu präsentieren, vor allem auch in Bezug auf die Europäische Union, da gibt es ja auch sehr viele Fragen, da sind wir auch also darauf vorbereitet, auf viele Fragen und bevor die Fragen aus dem Auditorium kommen, darf ich noch den Dr. Appel bitten, dass er seine Überlegungen uns darlegt, vor allem was also die Justiz betrifft. Bitte. Lieber Hannes, ich muss ja sagen, wir sind ja jetzt gewöhnt. Wir haben die Journalisten eingeladen. Der Hannes Roth ist mein persönlicher, kann ich schon sagen, Freund von mir.